Hallo, im heutigen Video geht es um den Mod Autodrive. Dieser Mod ist jetzt nicht im Mod-Hub erhältlich, also müsst ihr euch wieder bei den anderen Plattformen runterladen. Gibt es verschiedene Versionen. 2.0.1.4 sollte die neueste sein. Das ganze Video werde ich in mehreren Teilen unterteilen. Heute gehen wir mal, oder in diesem Video gehen wir mal die grundlegenden Funktionen durch, die wir haben. Ich mache mal da gleich nochmal zu. Wenn ihr den Autodrive-Mod quasi installiert habt und im Spiel auch aktiviert, startet ihr erstmal ohne diesen Mod oder beziehungsweise ohne diese ganzen Anzeigen. Ihr müsst dazu quasi in ein Fahrzeug einsteigen und dann könnt ihr über das F1-Menü das Autodrive-Pad ein- und ausblenden. Also auf dem Gamepad ist es quasi Left-Button und Steuerkreuz hoch. Mit der Tastatur ist es Steuerung oder beziehungsweise Alt und K-Pad 0. Und Menü öffnen ist Steuerung Alt K-Pad 0, das ist quasi das Optionsmenü. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Man kann auch jetzt mit der Maus, wenn ich im normalen Modus, wenn ich die mittlere Maustaste drücke, also wo Scrollrad ist, erscheint so ein Mauszeiger und es bewegt sich jetzt nicht mehr, also ich kann jetzt da nicht mehr die Ansicht verändern, sondern quasi dieses Autodrive-Menü bedienen. Man kann sich das hinschieben, wo man es hinhaben will. Es ist auch durchsichtig, also es verdeckt so wenig wie möglich. Manche Dinge wie der Balken oben, der muss natürlich sichtbar sein, damit man besser oder damit man es quasi besser lesen kann. Wir können es jetzt mal daher tun. Im standardmäßigen Menü haben wir quasi dieses Menü. Das ist Autodrive ein- und ausschalten. Jetzt momentan haben wir keine Funktion, sondern wir müssen halt da oben einen Kurs, den wir vorher erstellt haben, auswählen und dann mit ein- und ausschalten. Wir müssen auch in der Nähe dieses Kurses stehen oder ja, einen gewissen Abstand, glaube 5 oder 10 Meter. Und dann kann man hier quasi, wenn man jetzt das Ziel eingibt und steht neben diesen Wegpunkten und drückt dann auf ein- und ausschalten, dann würde das Auto sich in Bewegung setzen. Dann haben wir die Möglichkeit, den Modus zu wechseln. Also hier haben wir das normale Fahren. Hier haben wir Fahren mit Beladen und Entladen und dann noch die Frucht dazu. Dann hier können wir das Ganze nochmal wiederholen. Hier hätten wir eine Parkfunktion, wo dann das Fahrzeug automatisch dann quasi in eine Parkposition fährt. Hier können wir die Anzahl der Wiederholungen einstellen, also wie oft er quasi dieses Abliefern und Abholen machen soll. Dann haben wir hier eine Geschwindigkeit vom Fahrzeug, was man einstellen kann. Dann haben wir hier das Menü quasi, das Einstellungsmenü. Und hier dieser Button, wenn man den drückt, also dieses Ausrufezeichen-Schild, dann kann man über diesen Funktionen eine Route aufzeichnen. Das läuft dann so, ich aktiviere quasi dieses Rack und dann fahre ich mein Fahrzeug und er zeichnet dann automatisch diese Punkte auf. Dann hat man hier die Möglichkeit, diesen Routenmanager zu öffnen, wo man dann eben diese Routen abspeichern kann und eben dann auch laden kann. Dann hier können wir ein Ziel erstellen. Also wenn ihr jetzt sagt, ich will diesen Punkt Testziel anfahren. Also quasi, da könnt ihr dann eure Ladestelle, zum Beispiel Abladestelle, Kornspeicher, damit festlegen und an diesen Zielen macht er dann quasi das, was ihr hier auswählt. Zum Beispiel das Testziel. Ihr müsst halt mehrere Punkte erstellen, also zum einen die Routen, wo er dann entlang fahren kann und zum anderen quasi diese Lade-Abladestellen, wo in dem Fall dieses Ziel dann quasi ist. Dann kann man hier Wegpunkte löschen. Also rückwirkend. Und dann kann man hier das aktuelle Ziel umbenennen. Ihr könnt, wenn ihr mit der rechten Maustaste draufklickt, könnt ihr die Wegpunkte nochmal manuell mit der Maus ein bisschen besser anpassen. Wenn ihr zum Beispiel einen Schlenker reingemacht habt, dass ihr das dann quasi diesen Wegpunkt besser verschiebt. Und genau, den Wegpunkt könnt ihr nochmal auch mit der Maus löschen, indem ihr jetzt quasi da, indem ihr quasi hier draufklickt, dann könnt ihr hier, ja, wo hat man es noch so schön?
Aber auf das gehe ich in einem anderen Video nochmal genauer ein. Auf das Verschieben und Editieren selbst. Dann haben wir noch nicht alle Funktionen. Das wäre jetzt nur abladen, fahren. Und das wäre jetzt zu einem Ziel fahren, aufladen und dann hier die Frucht auswählen. Das wäre jetzt für ein, jetzt zum Beispiel für ein Erntefahrzeug, Mähdrescher, dass er dann quasi dieses Feld abfährt. Und das ist das normale Fahren. Dann haben wir hier noch dieses Einstellungsmenü. Können wir einstellen die Kurvengeschwindigkeit, wie viel er von der Geschwindigkeit in der Kurve fährt. Also wenn man jetzt einen Holz-LKW zum Beispiel hat, dann sollte man das runtersetzen, da er sonst umwirft. Dann Abstand zum Rohr vom, von der Verladung her, Abstand zum Häcksler, wie weit soll er nebenher fahren. Abladen ab Level, also das Fülllevel, wenn 85% erreicht sind, dann fährt er quasi zum Abladen. Feldausfahrt ist... quasi der Punkt, wo er dann rausfahrt und reinfahrt. Fahrtplanung begrenzt. Ja, gut. Abfahren aufs Felder begrenzen. Das gut, das finden wir noch später nochmal raus. Fruchtumfahrung, dass er quasi nicht durch die Felder durchfährt, sondern quasi die Früchte verschont. Parken im Feld. Wenn jetzt zum Beispiel wartet, dass er beladen wird, ob er im Feld parken soll. Dann rotieren des Bi- und Entladen. Das schauen wir uns in späteren Video nochmal an. Automatisch auftanken, wäre, dass er quasi automatisch zum Tanken fährt. Automatische Reparatur, dass er automatisch zum Reparieren fährt. Am Ende parken, das wäre dann, wenn er fertig ist mit seiner Mission, dass er dann das Fahrzeug abstellt. Automatische Abladeseite, da kann man nochmal festlegen mit dem anderen Menü, ob er automatisch die Abladeseite wählt und eine bestimmte vorherbestimmte automatische Abdeckung. Das wäre quasi, dass er die Abdeckung automatisch öffnet und schließt. Autoload, Abladeposition. Das wäre dann quasi, wo er ablädt, hinten, rechts, links oder aus. Und Autoload, Wartezeit, B und Abladen. Kann man einstellen, wie lang die Wartezeit ist. Dann haben wir hier Benutzereinstellungen. Autodrive, also da kann man die Skalierung des Autodrive-Menüs einstellen, Benachrichtigungen, wie lange die angezeigt werden, Hilfe anzeigen, ja oder nein, zeige nächsten Pfad, Anzeige der nächsten zwei Wegpunkte an- und ausschalten, Linienhöhe ist quasi, wo sich die Linien befinden, also Bodenhöhe wäre quasi die Fahrbahn und über den Traktor, dann wären sie quasi über dem Fahrzeug. Tooltips anzeigen, ja oder nein. Ziele auf Karte anzeigen, ja oder nein. Ziele anwählbar, ja oder nein. Mehr Einstellungen im HUD, also dass man noch zusätzliche Funktionen hat. Logo-Personalisierung, kann man halt das Logo ändern. Breites HUD, dass man dann zusätzliche Buttons auch noch hat. Sound, kann man halt die Soundeffekte an- und ausschalten. Bei Benachrichtigung oder beim Ausklick. Linienskalierung. Skaliert die Stärke der Verbindungslinien, also wie breit die quasi sind. Dann haben wir hier nochmal World-Einstellungen. Distanz, Vorausschauen, Lenkung. Also wie weit er quasi vorausschaut beim Lenken. Damit kann man das wahrscheinlich noch ändern, dass er einen anderen Kurvenradius nimmt. Das wäre der maximale Umweg, wie viel er umfahren darf. Also quasi eine Abkürzung nehmen kann. Und was passiert, wenn Silo leer ist? Soll er dann warten oder soll er einfach weiterfahren? Automatisches Verbinden, Start. Ja oder nein? Also quasi, dass man jetzt, wenn man jetzt hier losfahren würde, ob er das quasi jetzt nicht diese Linie nach, sondern eine Abbiegung machen soll, ob er dann automatisch zum nächsten Wegpunkt eine Verbindung herstellen soll und dann beim Ende genauso. Dann kann man einstellen, wenn der Fahrer fährt, verlangt er einen Lohn. Also kann man die Lohnkosten hier einstellen. Kollisionserkennung ist jetzt, wenn eine Kollision ist, ob er dann quasi stehen bleibt oder eben weiterfährt oder versucht weiterzufahren. Ordner verwenden ist Zielpunkte in Ordner sortieren. Maximaler Siloabstand. Wie weit der Abstand zum Trigger ist, dass man beladen, entladen kann. Kollisionshöhe über Grund.
ist die Höhe quasi, wo er die Kollision abtastet. Also wenn auf 1,25 ist die Höhe auf 1,25, macht man jetzt zum Beispiel, das geht maximal 4 Meter. Wenn jetzt der Pickup da ist, dann sieht er den dann quasi da nicht. Fortfindungsfaktor ist der Faktor, wie weit der Abfahrer nach einer kollisionsfreien Strecke suchen darf. Dann haben wir hier noch Einstellungen, also nicht funktionale Einstellungen. Lenkwinkel-Blinkeautomatik, also ab was für ein Lenkwinkel er dann blinkt. Rundumleuchten, ob die an sein sollen oder nicht. Arbeitslicht beim Be- und Entladen, ob die an sein sollen oder nicht. Arbeitslicht im Silobunker, ob es an sein soll oder nicht. Warnblinker, ebenfalls, ob es an sein soll oder nicht. Fahrzeitanzeigen heißt jetzt hier für externe Mods, Zeitintervall zur Berechnung der Restfahrzeit bei Performance. Problem erhöhen oder deaktivieren. Dann haben wir hier noch Debug-Einstellungen. Also wenn man irgendwo Probleme hat, kann man hier einen Debug-Modus einschalten oder beziehungsweise sich ansehen, was das Problem ist. Und dann haben wir hier noch experimentelle Features, also Befüllung nur an Valid Stations, also quasi auftanken. Required while not in vehicle, also wenn man jetzt nicht im Fahrzeug ist, ob er dann trotzdem aufzeichnen soll. Redline Position. Okay. Enables Routes Manager und DD Server. Also wenn man jetzt einen dedizierten Server hat, ob da der Routes Manager aktiviert sein soll. Detects Wath. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Color Assignment Mode. Keine Ahnung, U-Turn. Ob er direkt umdrehen soll auf der Strecke oder umfahren soll. Fault Implements. Weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Vielleicht findet man es im Laufe der Videoreihe noch raus. Gut, bei Solo-Playern ist es ja, oder bei Singleplayern Menü oder bei Singleplayer-Spielen ist es so, das wird ja im Safe-Game abgelegt, diese Dateien, wo man, oder quasi diese Routen, wo man macht, hat man jetzt auf dem Dedicated-Server nicht. Oder beziehungsweise kann man darauf nicht über das Spiel selbst zugreifen, müsste man quasi immer diese Routen selbst und diese Aufzeichnungen einmal im Singleplayer-Modus machen oder sich irgendwo holen. Es gibt ja andere Leute, die machen, die fahren ganze Karten ab und machen die ganzen Standard-Verkaufsstellen und Ladestellen und so weiter rein. Und dann kann man es sich runterladen und das muss man halt dann mit Hilfe FTP auf den Server hochladen. Da können wir auch nochmal später mal im Video darauf eingehen, wie man das macht, wie man das hochlädt. Dass es dann auch funktioniert, aber man kann dann im Multiplayer-Spiel eigentlich nichts dran ändern. Gut, das wäre es jetzt heute mal zur Erklärung vom Menü, wie man reinkommt, wie man das startet, wie man anfängt, quasi erste Aufzeichnungen zu machen. Und im nächsten Video werden wir uns dann genau mit den Aufzeichnungen befassen. Also, wir werden quasi eine Route erstellen, die wo er dann quasi nur abfährt. Und dann aufbauen darauf in den nächsten Videos. Das Laden und Entladen, Feld anfahren, Mähdrescher abfahren, nochmal genauere Einstellungen, wie man das Ganze optimiert und dann diese Multiplayer-Geschichte, wie man das auf den Server rauflädt, damit das dann funktioniert. Und genau, da wird es einige Videos dazu geben und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt ihr abonnieren. Vor allen Dingen dann abonnieren, wenn ihr die autoteilfrei weiter. Oder weiter informiert werden wollt. Ich denke schon, dass das so gute 10 Folgen sein werden, wo wir dann nach und nach quasi aufbauen. Vielleicht auch noch irgendwann mal eine kurze Zusammenfassung, dass man schnell einen Einstieg hat. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.